Heute Leon fertig machen. Ach, ich hab da Bock drauf. Ich sag schon mal so viel, weiß noch nicht genau, was passiert. Wir spielen Spiele, unter anderem Mario-Spiele. Ich hab Bock. Ich hab einfach Bock. Bisschen Challenge, bisschen Quatschen. Eine schöne Kombi, glaube ich. Ja, schön, dass ihr da seid. Leon von Bonchwa. Wird einfach nur Ninji. Easy. Gut, da hätte ich meine Chancen auf jeden Fall. Ich hätte gute Chancen, glaube ich, bei Ninji. Was ist das an deinem Auge? Das ist eine kleine Tätowierung. Ist einfach entstanden gestern. Relativ spontan. Viel Erfolg, gleich bisher ist Leon noch ungeschlagen. Ist das so? Ey, ich werde auf jeden Fall auch gleich ordentlich Trash-Talken und so, ne? Das gehört mit dazu für mich. Also in Mario-Spielen sehe ich mich jetzt eigentlich nicht, als könnte ich da groß verlieren. Natürlich solche Sachen wie Mario Party, so, ja, wow. Die kann man nicht können. Aber in so einem Mario Kart oder so, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nur keine Vorstellung. Nee, aber dann, wir spielen auch irgendwelche Sachen auf Steam. Sowas wie Tricky Tower oder irgendwelche Spiele, die man online spielen kann. Towerfall kann ich auch ganz gut, aber kann ich jetzt nicht besonders, glaube ich. Hallo Dansen, mein Lieber. Ja, moin Leon, Grüße. Ich freue mich. Ich habe auch Bock, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe mir gerade deinen Hintergrund angeguckt und bewundert. Das sieht einfach so geil aus. Du hast eine richtige Höhle gebaut bei dir. Voll, volle Kanne. Das ist, ja, das viele Jahre Sammelleidenschaft sind dann hier in diesem Zimmer irgendwie festgehalten. Was würdest du schätzen, wenn du jetzt mal so grob überschlagen müsstest? Wie teuer war so das ungefähr, alles zusammenzusammeln über die Jahre? Ist einfach, also wirklich, es ist glaube ich ein großer Unterschied, was man ausgegeben hat und was es mittlerweile wert ist. Ist super schwer zu sagen. Also sind schon eher auch ein paar richtige Schätze drin, muss man sagen. Ja. Was ist so dein wertvollster Besitz? Vielleicht nicht mal unbedingt vom Preis, aber so, wo du da am stolzesten drüber bist? Zum Beispiel ein Lufia, sagt ihr das was, vom Super Nintendo? Nee. Ist ein JRPG in der Big Box, ungeöffnet. Das habe ich ein paar Mal sogar, muss ich dazu sagen. gab es in einer witzigen Aktion während Corona, gab es so ein Insolvenzverfahren in einem Kaufland. Ganz kurz nur, die Story ist ganz kurz, keine Sorge. Und die sind pleite gegangen und mussten dann das Karstadt quasi leer machen. Und dann wurden im Lager noch alte Lagerbestände gefunden von vor 25 oder 30 Jahren. Und da waren wirklich alte Super Nintendo-Spiele, die dann am nächsten Tag, und das wurde dann so ein bisschen in der Sammler-Community geleakt, online für einen aktuellen Preis von einem PlayStation 5-Spiel angeboten. Und dann konntest du in der Nacht dieses Super Nintendo-Spiel für 79 Euro war es dann, glaube ich, kaufen. Was natürlich viel, viel mehr wert war als 79 Euro. Aber selbstverständlich kann ein Geschäft keine Sammlerpreise aufrufen, sondern die orientieren sich einfach dann am aktuellen Marktpreis eines aktuellen Spiels. Und somit hat es dann 79 Euro gekostet. Ja, und wer dann schnell war, hat dann ein, zwei gekriegt. Das war wirklich krass. Davon hast du mehrere sogar bekommen. Ich habe zwei. Also ich hatte das damals mit meiner damaligen Freundin, habe ich gesagt, komm, wir lassen uns mal versuchen, jeweils eins zu bekommen. Und dann habe ich später nochmal durch ein Tauschgeschäft noch eins davon bekommen. Und ja, jetzt habe ich ein paar davon. Aber es ist halt auch irgendwie mega geil. Und das Spiel ist uralt und ist einfach ungeöffnet. Das finde ich schon ein bisschen kultig. Du hattest am Anfang gesagt, dass wir Mario-Spiele spielen auch, ne? Ja. Und da habe ich gedacht, Alter, also, wie willst du denn jetzt in Mario-Spielen gewinnen, habe ich jetzt erstmal gedacht. Aber klar, wenn wir jetzt sowas wie Mario Party spielen oder so, klar, da sehe ich jetzt meine Chancen jetzt nicht. Genau deine Games. Ja, natürlich, natürlich. Da steht Mario drauf, also wenn man an Dance denkt man an Mario. Das ist so. Genau deine Games. Ja. ich bin gespannt. Also ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Super Mario World hätten wir natürlich auch noch gerne spielen können. Aber das Ding ist, ich hatte überlegt, ich hätte es sogar wirklich cool gefunden, würden wir so einen Speedrun oder sowas gegeneinander machen, aber ich glaube, du bist ja wirklich nur so in so einem Super Mario World und so Kaizo. Ich glaube, da könntest du wirklich nicht so schnell aufholen, was Skill angeht. Das ich habe halt Super Mario 64 zum Beispiel gespeedrun. Da würde ich keine Chancen haben, genau. Genau, deswegen. Wir haben da nicht keinen Even Ground. Und der nächste Even Ground, den wir dann, glaube ich, haben, ist halt sowas wie Mario Party, Mario Kart und so weiter und so fort. Diese ganzen Minigames. Ja, ist doch perfekt. Und vor allem in Games rein, wenn wir sagen, wir spielen noch irgendwas auf Steam, wo wir beide jetzt nicht so drin sind, finde ich auch eine geile Basis, weil ich auch sagen würde, genau wie du wahrscheinlich, selbst wenn ich ein Spiel noch nicht gespielt habe, ich bin am Anfang immer gar nicht so schlecht in Spielen, sagen wir es mal so. Kommst schnell rein, ne? Ja, also, du hast einen guten Grundskill einfach. Und deswegen glaube ich, dass auch solche Matches gut sein können.
Was haben wir denn, worauf haben wir denn Bock im Mario Kart? Also jetzt ist natürlich die Frage, wie spielt man so ein Duell gut? Wir könnten es trotzdem mit KI machen. Würde ich auch sagen, es gehört mit dazu, auch mal von einem Item getroffen zu werden, das vielleicht nicht der andere schießt und so, ja. Also, ich bin jetzt der Host und kann erstmal gleich gucken, was wir für Settings spielen. Wir spielen aber natürlich dieses 150cc, oder? Also das ist das, was man normalerweise spielt online, die Geschwindigkeit. Ja, ja. Wir machen keine Teams und wir machen Computer... Nehme ich mal normale Computer dabei. Okay? Alle Fahrzeuge und Rennen. Fahrzeuge? Was sollen wir denn machen? 4, 6, 8? Lass uns 6 machen. Ich glaube, 6 ist gut. Okay. Boah. So, dann startet es jetzt und dann kannst du erst die Map aussuchen und so weiter, ne? Okay. Ja, aber ich sag mal so, offensichtlich bin ich ja der erfahrenere Spieler, aber es ist immerhin auch noch Mario Kart und hier sind CPUs. Richtig. Du kannst halt auch 5-mal abgeballert werden und das ist halt trotzdem noch. Bei Mario Kart immer irgendwie auch ganz offen. Geil, nur zu zweit in der Lobby, ungewöhnlich. Oh, nice. Ich bin aufgeregt. Okay, ich hab auch Bock. Okay, los geht's. Wie ist denn die Punktevergabe? Einfach ein Spiel gewinnen ist ein Punkt? Genau, würde ich sagen. Okay. Oh Gott, wie gibt man Gas? Oh Gott, ich weiß auf gar nicht. Auf A gibt man Gas. Mit okay. Items mit L, Drift mit R. Oh, kein Item genommen, Denzel. Doch. Es ist halt leider Async, das Spiel manchmal. Okay. Also das, was du siehst, ist nicht das, was unbedingt wirklich passiert in dem Spiel. Ja, und was halt... Opala, ich Idiot. Was halt typisch ist, je weiter der Abstand zum ersten, desto härter werden die Items der anderen. Das heißt, da wird auch ein blauer Panzer kommen und so. Also das ist halt, richtig. Sehr ausgeglichen. Schluck mein Staub! Zeitrennen könnten wir mal machen. Das ist wie, schnell wir die Runden... Einfach nur Time Trial ohne Items, ja. Ja, nee, das gefällt nicht so. Aber Mario Kart geht immer, oder? Schön. Wo ich eine Banane hinten hatte. Ja. Stark. Der Blitz ist jetzt böse. Okay. Vor allem für mich. Ich bleib ja am nächsten geblitzt, ne? Ja, aber jeder verliert die Items. Das ist halt auch ein bisschen doof am Blitz. Also wenn kein Blauer kommt, jetzt ist eigentlich alles fein für mich. Der Trick bei Mario Kart ist immer, am Ende Erster sein. Ja, das war... Nee. Jetzt kriege ich die Items, als wäre ich Erster. Das ist ja so trash. Blauer, komm, jetzt ein Blauer. Komm, CPU! Nicht zu sehen. Aquaplaning. Uiuiuiui. Oh mein Gott. Aber ja, ist doch eigentlich geil. Also, es wäre voll. Es ist. Ja, super. Du hattest halt auch, du warst auch lange Erster, ne? Ich war lange Erster, ja. Das ist halt das Ding bei Mario Kart. Ich war sehr lange, ja. Nur am Ende Erster sein ist halt das Wichtige. Gott! Okay. Hey, ist okay. Sehr gut, GG. Hast du aber auch jetzt nicht die einfachste Strecke ausgesucht, sag ich mal, ne? Ich dachte mir, da ist das höchste Potenzial, dass du vielleicht auch mal runterfällst, aber nee. Nee. Tatsächlich nicht der Fall. Ich bleib bei meiner. Natürlich nur, bis sie einmal genommen wurde, dann nehme ich was anderes. Natürlich nur, ja. Okay. Hat der das Spiel schon mal gespielt? Chat? Wow, toxic. Das ist Hyrule Castle, oder? Yes. Bist du denn so drin im Game, dass du dir auf jeden Fall immer dieses gleiche Fahrzeug nimmst, immer den gleichen Fahrer, sodass du ein bisschen weißt, wie es funktioniert, oder machst du es einfach so offen? Ja, okay. Nee, ich bin da voll drin. Bin ein kompletter Wario-Main. Ja. Ich hab schon eine Zeit lang gespielt, so mit Dalu... Tim Horus und so eine Lobby, die organisiert wurde. Ja. Aber das war so die einzige Zeit, wo ich Mario Kart wirklich gespielt habe. Da gab es immer die Dalu-Lobby und die Rocket Beans-Lobby. Ja, genau, die beiden gab es. Du hast immer die Rocket Beans-Lobby genau. Okay, ich habe einen roten Panzer abbekommen. Wieso kriege ich auf dem dritten Platz einen roten Panzer ab und du kriegst nichts als Erster? Ja. Ich weiß nicht, wie weit du in diesem ganzen Item-Ding drin bist, wie Items spawnen und so weiter. Also da... Es ist halt auch recht wichtig, wann du eine Münze behältst im Inventar, wann du sie benutzt, um dann ein anderes Item zu bekommen und so. Also es gibt halt schon noch viele Sachen, die gar nicht so offensichtlich sind am Anfang. Um im richtigen Moment immer geschützt zu sein. Weil das ist halt das Wichtigste. Du brauchst immer Protection hinten. Protection, ja. Meistens über Protection vorne nur. Bitte? Ja. Nee, ich hab dir zugestimmt. Ja. Oh mein Gott! Die Wände mitnehmen ist gut, oder? Die Wände mitnehmen ist immer gut bei Mario Kart, ja. Oh. Ja. Jetzt kann es halt losgehen. Jetzt kommt ein Blitz, jetzt kommt gleich ein Blauer, dann kommt Panzer. Ja, und selbst so ein Vorsprung kann halt dann auch noch in die Hose gehen. Das ist halt Mario Kart. Richtig, richtig nice.
CPU einfach nicht auf deiner Seite gerade. Nee, aber ist okay, ist okay. Du bist ja komplett untouched einfach ins Ziel gekommen. Ja, jetzt ist wirklich nicht viel passiert. Dabei. Das stimmt. Es ist wirklich nicht viel passiert. Ich habe 3 rote Panzer diese Runde abbekommen. 3! Ich glaube, ich habe wirklich nichts abbekommen. Also wirklich gar nichts. Ja? Okay, aber ey, ist doch alles drin. Hast du denn eine Lieblingsmap? Oder gibt's keine? Ich habe tatsächlich sehr viel Mario Kart damals auf der Wii gespielt. Sind die ganzen Wii-Karten sind so ein bisschen das. Und auf dem DS. Also kennst du die DLC-Strecken gar nicht? Mm-mm. Dann würde ich sie auch nicht nehmen, ist ja albern. Was regelmäßig so mit der Community, so Mario Kart-Runden? Boah, ich habe viel mit Mario Kart gemacht. Wir haben auch mal so, ich weiß gar nicht, ob ihr das mal mitgekriegt habt, so ein Turnier gemacht. Wo du so in Kinos warst, oder? Genau. Jetzt macht ja mein Monitor hier gerade so eine Pixelreinigung. Ah, okay. Gut, zum Glück abgebrochen. Ja, genau. Wir sind mit so einer kleinen Mario-Turnierreihe durch Deutschlands Kinos gefahren und haben da so kleine Events gemacht. Das war richtig nice. Auf der Kinoleinwand, das hat Spaß gemacht. Ich glaube, da wollt ihr auch mal nach Hamburg kommen, aber dann ja, und da gab es halt leider technische Probleme mit dem UCI-Kino. Genau, da wollte ich nämlich hinkommen. Ja. Aber ich hab bekommen, nur dass es nicht geklappt hat, leider. Ja. Jetzt ist leider, wie das dann häufig so ist, irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und mal gucken, ob es nochmal irgendwie weitergeführt wird. Aber ja, Mario Kart habe ich schon sehr viel in meinem Leben gespielt und auch mit der Community immer super viel. Mhm. Es ist halt ein schönes Spiel, weil ich meine, es ist halt absolut easy to learn und hard to master. Ne? Also jeder ist sehr schnell sehr gut in Mario Kart, aber wenn du richtig krass bist, das dauert halt. Da musst du halt nochmal viel mehr Sachen lernen übers Spiel. Aber gut ist man halt einfach direkt und das mag ich an dem Spiel. Geiler Einstieg. Ich hab mich sabotiert. Ja, aber genauso fühlt sich dann manchmal natürlich auch an, als wäre es irgendwie unfair, weil die Items natürlich auch schon einen großen Teil dazu beitragen. Jetzt für dich. Da kommt der Blaue, ich habe abgebremst für dich. Aber schön, du auch. Ja, so muss es sein. Aber jetzt kannst du kein Item haben, ja, das ist... Ja, das ist natürlich... Ach, guck mal, hier ist ein Grüner. Nett, danke, CPU hinter mir. Oh. Komm, Bowser, jetzt... Oh. Wer hat denn den Bumerang geworfen, welcher Sausack? Ich weiß nicht, tatsächlich. Du hast einen roten, das ist nicht schön. Das ist gut, ja. Oh, hier sind wir. Warum? Das ist ja so trash. Wenn jetzt kein blauer kommt, ne? Uff, uiuiui, die Banane, ich wäre fast reingefahren. Oh, mach das nicht, Dennison. Nee. Wir sind ja auf dem Fersen. Verschwinde. Nein! Ja, komm, ich hab seine Protection geklaut. Kommt ein blauer. Hä? Der trifft mich! Ey, never! Ich hasse das Game so sehr. Ich war zu keinem Zeitpunkt vorne. Come on! Ja! Leute, ich mach einen Clip. Das Game ist einfach so Schrott. Du warst so viel vor mir und er landet auf. Das Game ist einfach so ein Trash-Game. Ja. Ich hab's gesehen, wie er kommt, hab ich dann taktisch überholt. Ja. Ja, gut, nice. Okay, das war stark. So, wird trotzdem gleich gelöscht, das Game. So, ab in den Dschungel. Tic-Tac-Trauma, okay. Ab ins Trauma. Na gut. Das ist fair. Die mag ich gar nicht, die Map. Muss ganz ehrlich sagen, das. Ah. So die typische Map, die wir mal in einer großen Pause auf dem DS gespielt haben. Ja? Ja. Ich hatte damals gar kein DS. Ich hatte so eine Zeit, fand ich Nintendo irgendwie uncool. Das war irgendwie so das Alter, wo ich dann nur Counter-Strike und WoW gespielt habe. Da fand ich so Nintendo-Sachen doof. Und dann hatte ich kein DS. Leider. Habe ich alles nachholen müssen. Durch ein DS habe ich auch mein liebste Pokémon Edition damals gehabt. Das sind ja auch einfach geile Games. Immer so mein Favorite. Na, hier kann man auch ein wildes Shortcut nehmen, ohne Item, ne? Am Ende, wow, der Dreierrote wahrscheinlich. Pfui! Moin. Na, kommt da doch vorbei. Wieso trage ich eigentlich dieses hässliche Wiggler-Outfit, frage ich mich gerade. Ich muss mal gleich gucken, was da in mich gefahren ist. Oh, da kommt Blau. Ja, das stimmt ja. Alter, wie lange ist denn der unterwegs? Wollte ich sagen. Das finde ich gut. Ach, was will denn Larry denn hinter mir jetzt?
Eieiei, okay. Ja, es kommt nur auf die letzte Runde an, mein Lieber, ich sag's dir. Das ist die wichtigste Regel in Mario Kart. Was vorher ist, spielt keine Rolle. Und mir klaut der Geist den Pilz, den ich habe! Mir klaut der Geist jetzt den Pilz! Nein, ich hab... Okay, ich hab keine Hand bekommen. Ja, das dann ist genau zum Despawn. Und ich krieg roten Panzer! Geil, liebe ich. Bestes Game einfach. Es ist so ein Trash-Game. Kein Wunder, dass du Nintendo hast. Ich auch. Oh. Ja, komm, es ist doch aber ein enges Ding hier. Ich dachte jetzt, du hast dich auf jeden Fall unter Wert verkauft. Also Mario Kart ist immer das Gleiche. Ist immer Scam. 100%. Ja. Trash. Mu. Jetzt nimmt er die Kuh weiter auch noch. Ich tue das. Kein Problem. Ja, schon leichter Favoritism hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Wie viele Runde ist das? Die vierte. Oder sechs schon? Nein, vierte. Die vierte. Okay. Oder? Hyrule, die Mine. Oder die fünfte. Nein, fünfte. Womit haben wir denn angefangen? Die Rainbow. Mit Rainbow. Ich wäre für Baby Park im Chat. Nein. Ja, oh, das kommt als nächstes. Guter Vorschlag. Haben wir auch schon ganz häufig mit der Community das Event gemacht, 99 Runden Baby Park fahren am Stück. Oh mein Gott. Das war richtig dumm. Das ist wie so ein 24-Stunden-Rennen. Nee, das dauert so 5 oder 6 Stunden. Aber dann hat man's. Und das war auch Profi dann auf Baby. Ja, super cool, dass man da dann Profi ist. Oh mein Gott, ich bin so ein Noob. Bist du in eine Kuh gefahren? Ja, ich bin in eine Kuh gefahren. Ah, aber die Kuh hat einen Runden abgefangen. Da hat er ein smartes Pathing bei Nintendo entwickelt. Ja, ja, also. Na, nichts passiert. Nichts passiert hier. Ist gut, dass immer wenn ich erst. Ich hasse dich. Immer wenn ich Erster bin, kriege ich zwei. Jede Runde, wo ich Erster war, gab es einen roten, blauen Panzer und zwei rote. Und jetzt, wenn du Erster bist, nee, ist okay. Nee, also ich beschwöre mich hier nicht. Ich beschwöre mich nicht, keine Sorge. Ich bin komplett tief entspannt. Ich verstehe schon, warum du Nintendo früher gehasst hast. Ja, nein, nicht gehasst. Ich fand's nur eine Zeit lang uncool. Oh, ich hab die beste Map. Das stimmt. Auch geil. Auch geil. Kommt ja eh wieder deine, von daher. Ja. Oh, geile Käseland. Liebe ich. Bin zufrieden mit der Performance. Auch wenn ich dich ein bisschen unterschätzt hab. In Mario Kart? Ja, ich wusste, dass du so krass bist. Ich dachte, du bist halt einfach so ein typischer Streamer. Nicht in Mario Kart. Sonst bin ich natürlich einfach nur ein typischer Streamer. Aber in Mario Kart? Nee. Ich bin halt, ansonsten nur so Leute wie Tim Horus und so gewohnt, weißt du? Ach, okay, yes. Na gut. Ich hab einen Geist benutzt, hab Münzen geklaut. War es deine? Yes. Das ist auch wichtig, wenn du auf dem ersten bist, die Münze niemals weggeben, weil du dich damit vor dem Geist schützt. Und das andere Item erst nutzen, wenn du es halt auch wirklich brauchst. Dann kannst du die Münze immer noch benutzen. Machen nämlich viele nutzen die Münze sofort. Das ist halt Quatsch. Wo bist du überhaupt? Alter, aber ich sehe dich nicht mal mehr. Nee. Du bist ja gerade schon wieder über Runden. Aber es kommt auch kein Blauer, das ist schon sehr ungewöhnlich, hey, weil der Vorsprung wirklich auch groß ist. Da müsste eigentlich mal ein Blitz kommen oder so. Ja. Tja. Ganz schön ungewöhnlich. Wer hat nochmal die Lobby gehostet? Ja. mit meiner gemoddeten Cheater-Switch. Ja, ja. Durch. Oh mein Gott. Im Roten, guck mal. Die Pilze sind halt auf der Map nochmal mega mächtig. Ja, Pilze sind super strong. Ja. Dancen. Ich merke aber, du bist ein guter Kandidat für dieses Format, weil du bist ja wirklich ein richtiger Gamer. Geil, ich habe einen Punkt, oder? Du hast den ersten Punkt für dich entschieden. Mario Kart geht offiziell an dich. Sehr gut, geilo. Geilo, aber ich glaube, das ist auch dein stärkstes Game heute. Weiß ich noch nicht. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Also sowas wie Mario Party oder so, das habe ich halt auch gespielt, aber... Ist halt Minigame. Ist halt Minigames. Genau, ja, da kann halt jeder einfach gewinnen. Worauf hast du denn Bock von so den Games, die ich ja erwähnt habe? Ich finde alle gut. Also ich bin wirklich in allen. Du hattest mal sowas gesagt wie Tricky Tower, Speedrunners. Speedrunners habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Ja, okay. Tricky Towers habe ich natürlich schon mal gespielt, ein paar Mal. Towerfall fände ich geil, fände ich auch schön schwitzig. Towerfall Ascension? Ja, aber ich glaube, das geht nicht online, oder? Aber wir können doch bestimmt über dieses Remote Play Together. Das sind einfach, oder? Ja, die anderen Spiele, würden die denn online einfach gehen? Weißt du das? Tricky Towers geht online, Nidhogg geht online und Speedrunners geht auch online. Aber wenn du Speedrunners nie gespielt hast, dann lass uns das auf jeden Fall weglassen. Nee, habe ich noch nie gespielt. Nidhogg habe ich natürlich schon. Das geht natürlich auch, ne? Ist auch witzig immer.